Jetzt geht's wieder weiter mit Paper Mario. Wir wollen heute ins Lager gehen. Macht körperlos, was? Macht körperlos? Verteidiger. Mario zeigt um 1. 5. Was höre ich denn da? Ist da jemand? Ich hätte nie gedacht, dass sich eine Menschenseele an so einen entlegenen Ort verirrt. Was? Das hast du schon einmal von der Kiste gesehen? Niemals. Das kann nicht sein. Das hat halt so überhaupt nichts was mit mir zu tun. Ich bin nur friedlich und ich habe nicht nur eine kleine Bitte. Hol ihn hier bitte raus. Was? Ich würde dir doch nicht mit einem Fluch belegen, wenn du mich hier rauslässt. Wenn du es schon so nennen willst, werde ich dir eine wundervolle Fähigkeit verleihen. Na, wie war's? Ich bitte dich, finde diesen Schlüssel und öffne die Kiste. Der Schlüssel muss hier irgendwo in der Nähe sein. Du meine letzte Hoffnung, bitte. Warte mal, hast du den Schlüssel schon gefunden? Ach, was für ein Glück. Du Traum. Na, du hast wohl gedacht, ja, du befreist eine Prinzessin oder was? Nein. Und wie versprochen, bekommst du meinen Fluch. Dieser Fluch ist so schrecklich. Der Körper rollt sich zusammen und kugelt leer. So sei der Fluch. Du bist es verflucht. Selbst schuld. Sobald du der Fluch wirkst, wirst du nicht mehr laufen können. Eine Passprobe. Zeig dir deine Gestalt. Drücke ZR gedrückt. Was für eine Fliegtfigur. Du kommst sie jetzt noch lächerlich herumrollen. Lass mich in diesen absoluten Formen umrollen sehen. Den alter fortgelaufener Führerschein. Und wenn du nicht mehr das willst, dann drück einfach B. Merk dir das. Nun sage ich dir, du hast deinen Kugelrundenflug verstanden. Ja, verstanden. Und nun, lebe wohl, du Narr. Na, wie sind, können wir jetzt weitergehen? Gut, dass du den Lager endlich geöffnet. Nimm alles raus, was dir gefällt. Ich denke, das ist ein guter Tausch, wenn ihr dafür meinen Mann zurückkriegt. Sich ärgern bringt nichts und ich kann jetzt all meine Vorbereitungen treffen, um den Laden neu zu eröffnen. Wenn nur mein Mann wäre, der Alte wäre, mit mir den Laden zu helfen. Ja, aber das ist nicht dein Mann. Oh, Raid-Ausgabe. Rolling heute. Heute Mittag kam es aufgrund eines Ereignisses zur Störung im Fahrplan des Gimbal Lines. Um ein Foto des Zeugens zu machen, durchbrach der junge Latito 18 die Absperrung des Gleises. Der Zug musste deshalb vor dem Bahnhof warten. Ich verstehe ja alle, die Züge mögen. Aber man darf den Betrieb doch nicht so einfach stören. So eine Aussage des Fahrdienstleisters. Der junge Latijo wurde nach dem Vorfall gründlich von den La Levitien gelesen. Shopping-Detektiv. Der Souvenirshop in Falkenheim. Hier spürt man deutlich die Konkurrenz des Hauptbusstands. Manche Gäste bemerken den Souvenirstand gar nicht mehr. Der Trachtbetrieb seine Kunde. Der Kommentar des Besitzers. Hotdogs. Schreckliches Zeug. Das ist weder lecker noch gesund, aber irgendwann werden die Leute das schon merken.
Rezeptecke. Heute auf dem Speiseplan Super Soda. Einfach Honigsirup in den Mixer, bis er klar wird. Kühlen, fertig. Mach fit und hält fit. Zum Schluss, Raid. Mit jeder Ausgabe werden wir besser. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Herausgeber Redaktion, Förderverein Rohlingen. Ja, Rohlingen. Okay, das ist doof. Hätte ich auch denken können. Also wenn er so einen Pilz hat, das... Umsonst. Okay, das war nicht so gut. Mehr Schaden. Chance. Thank you.
Ja, das hätte ich jetzt nicht vermutet. Was sind denn noch ein Stand? Spiel doch mal. Warum ist sie weg? Komischer Blumentopf. Hammerwurf. Hammerwurf. Auf einen beliebten Gegner umgeht die Verteidigung. Thank you.
Ui. Okay. Ich dachte, ich wäre schlau. Okay. Es ist geil gemacht. Diese treffen sich daneben, nur weil Rauch da ist. Dann kommt das hier, das schmeckt nicht. Das ist gemein. Ich habe ihm gerade nur so gesagt, hä, ist das eine Kiste? Ja. Gemein. Spukabteil. Das ist also der Spukabteil, wo diese Geister wohnen. Gefällt mir überhaupt nicht hier. Schnell, wir suchen das Sternjuwel. Speichern. Was für ein Scheiß geht da. Zwei Punkte nur. Aber.
Ich habe eigentlich gedacht, dass dort ein Stern drin ist. So wie bei Super Mario Paper. Nicht Paper, RPG. Aber war es nicht. Aber wenigstens. Haben wir ein Insignia und ein Orden. Orkansprung. Zwei. Wir haben ja nichts mehr. Dann lass mal reingehen. Spukabteil. Nein, meine Freunde wurden eingesperrt. Ich bin so der Einzige. Ups. Alle meine Freunde sind verschwunden. Ich bin so traurig. Schau ich hinein. Kochbuch, ein altes Kochbuch. Offensichtlich für Erwin Nier. Dieser Schlag verwandelt Gegner in riesige Strukturen. Nicht so geil. Hier hinten was? Hier kommst du nicht durch. Okay. Okay. Hier kommst du auch nicht durch. Warte mal, man kann ja hier sowieso nichts sehen. Ist hier hinter etwas versteckt? Ne. Hier hinter. Nein. 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 Nein, okay. Okay, ich. Sparblüten erhalten. Hängt sich um eins.
Hier. Das ist schon heftig. Ja, mir sieht die Kurve jetzt mal komisch aus. Na, hast du gut aufgepasst? Dann kannst du mir sagen, wie viel. Richtig. Dir dein Gewinn. So leid es mir tut. Bis bald. What? Alter, Wille. Ultra-Pilz. Sonst haben wir hier nichts mehr. Willst du mich etwa ärgern? Nö, nicht, aber. Wirklich nicht? Was mit dir? Level up. Und Level up. Jetzt ist die Frage, was wollen wir machen?
das Schlauste gewesen. Ein goldenes Blatt. Ich verstehe. Ich glaube, ich verstehe. Wenn, ja. Oben und unten ist ein Schalter. Und den Schalter, den wir benutzen, so wird die Leiter dann hin und her geschoben.
Okay, der Schalter ist für unten und der ist für oben. Eins. Der ist in der Mitte und jetzt müsste er ganz oben sein, die Leiter. Oder die Treppe. Das ist die Frage, haben wir hier noch irgendwas Schönes? So. So, alles wieder aufgefüllt und speichern. Weil für mich ist es ja auch Schluss für heute. Leider. Okay. Also, das heißt also, morgen gehen wir nach oben. Auch für mich morgen. Also, ich bedanke mich, ich wünsche euch einen schönen Tag und nicht vergessen, Support zu kommen. Dann schon mal kommt und lassen. Und morgen geht's weiter mit Paper Mario. Also, bis morgen. Tschüss.